In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie wir die Extrempunkte, also die Hoch- und die Tiefpunkte einer Funktion rechnerisch bestimmen können. Um den Ansatz für die Berechnung zu verstehen, werden wir uns das Ganze erstmal anhand eines Schaubildes vorstellen. Wir haben hier eine Funktion f von x und ich werde jetzt kurz diese Hoch- und Tiefpunkte oder Extrempunkte markieren. Der Hochpunkt, ich glaube, ganz einfach zu erkennen, ist hier an dieser Stelle und der Tiefpunkt ist hier. Gut, jetzt welche Besonderheiten bringen diese Punkte mit sich? Wenn wir in diesen Punkten Tangenten zeichnen, also ich deute einfach mal hier eine Tangente und hier einen Tiefpunkt auch eine Tangente, dann sollte leicht zu erkennen sein, dass diese Tangenten waagerechte Tangenten sind, also parallel zur x-Achse liegen. Und das bedeutet indirekt, dass ihre Steigung 0 ist. Also die Steigung der Tangente in Hoch- und Tiefpunkte ist natürlich 0. Und zur Erinnerung, die erste Ableitung ist immer die Steigung der Tangente. Also bedeutet das, um diese Punkte zu bestimmen, müssen wir die erste Ableitung gleich 0 setzen. Allerdings gibt es an dieser Stelle noch ein kleines Problem. Wenn wir unser Schaubild genauer anschauen, dann werden wir sehr leicht erkennen, es gibt noch einen Punkt, was die Steigung 0 hat, und zwar dieser Punkt hier. Also hier könnte ich eine Tangente anlegen, die die Steigung 0 hat. Allerdings ist dieser Punkt kein Hoch- oder Tiefpunkt, kurz gesagt kein Extrempunkt, sondern es ist ein Wendepunkt, und zwar ein ganz besonderer, mit der Steigung 0. Diese Art von Wendepunkt nennt man Sattelpunkt. Und weil alle diese Punkte die Steigung 0 haben, bedeutet das indirekt, dass sich ein paar der Eigenschaften der Extrempunkte sich mit den Eigenschaften des Sattelpunkts überschneiden. Und wir werden gleich sehen, wie man dazwischen unterscheiden kann. Bevor wir jetzt gleich zu unserer ersten Beispielaufgabe gehen, will ich kurz noch ein Lösungsschema zeigen. Das bedeutet eine Zusammenfassung der Ansätze für Bestimmung und Überprüfung von Extrempunkten. Wir haben bereits gesehen, dass es notwendig ist, die erste Ableitung 0 zu setzen. Allerdings fängt an dieser Stelle der Spaß erst an. In erster Reihe müssen wir erstmal diese Gleichung lösen. Also, wir lösen die Gleichung und bestimmen Lösungen. In diesem Fall gehen wir davon aus, wir haben drei Lösungen, x1, x2 und x3. Und diese x'er stehen stellvertretend für irgendwelche Zahlen. Dann heißt es, zu überprüfen, ob man Hoch- oder Tiefpunkte hat. Diese Überprüfung erfolgt am einfachsten mit Hilfe der zweiten Ableitung. Also, wir nehmen diese Werte x1, x2 und x3 und setzen sie für x in die zweite Ableitung und tut dann zusammenfassen. Entsprechend gibt es drei Möglichkeiten. Entweder wird die zweite Ableitung negativ sein, dann haben wir einen Hochpunkt. Oder sie kann natürlich auch positiv sein, dann gibt es einen Tiefpunkt. Übrigens, der Grund dafür liegt an der Krümmung. Das ist allerdings das Thema für ein anderes Tutorial. Deshalb werde ich mich jetzt einfach nur auf das Lösungsschema hier beziehen. Und es gibt natürlich auch noch eine dritte Möglichkeit, dass die zweite Ableitung 0 ist. Das bedeutet nicht, dass wir kein Hoch- oder kein Tiefpunkt haben, sondern dass diese Überprüfung mit der zweiten Ableitung gescheitert ist. Und deshalb gibt es noch eine Alternativüberprüfung. Und zwar mit Hilfe des Vorzeichenwechsels in der ersten Ableitung. Also VZW steht einfach als Abkürzung für Vorzeichenwechsel. Dabei, wenn wir einen Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus haben, dann haben wir einen Hochpunkt. Bei einem Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus haben wir einen Tiefpunkt. Und erst dann, wenn kein Vorzeichenwechsel vorhanden ist, das bedeutet entweder von Plus nach Plus oder von Minus nach Minus, dann gibt es einen Sattelpunkt. Anschließend können wir sagen, für alle diese Punkte, wenn wir die y-Koordinate suchen, müssen wir die x-Werte, also x1, x2 und x3, in die Ausgangsfunktion oder Anfangsfunktion f von x einsetzen. Ich weiß, das sieht nach viel Arbeit aus, allerdings darf euch dieses Schema nicht entmutigen. In 90% der Fälle ist die Überprüfung schon an dieser Stelle beendet, das bedeutet, mit Hilfe der zweiten Ableitung könnt ihr problemlos entscheiden, ob ihr einen Hoch- oder einen Tiefpunkt habt. Das, was ihr hier unten seht, ist nur das vollständige Schema, wobei man kann es auch als Sonderfall bezeichnen, was hier in dem Bereich passiert. Also, meistens nur bis hier. Wir werden uns jetzt anhand der kommenden Beispielaufgaben Schritt für Schritt in dieser Schema arbeiten und auch die Sonderfälle betrachten.
Und jetzt zu unserer ersten Beispielaufgabe. Also, die Aufgabenstellung lautet, bestimmen Sie die Koordinaten der Hoch- und der Tiefpunkte des Graphen der Funktion f. Und f ist gegeben. Wir erinnern uns, für die Bestimmung und für die Überprüfung brauchen wir zwei Ableitungen. Die werden wir jetzt auch als erstes bilden. Also, ich bilde zuerst f' von x. Das bedeutet, leite hier ab. 3 kommt nach vorne, dann haben wir 3 Zwölftel, gekürzt in das 1 Viertel, x hoch 2. Dann hier kommt 2 nach vorne, 2 durch 4 sind plus 1 halb x und minus 2 x abgeleitet sind natürlich minus 2. Dann die zweite Ableitung. Hier kommen die 2 nach vorne, dann haben wir 2 Viertel, gekürzt in das 1 halb x und hier 1 halb x abgeleitet sind natürlich 1 halb. Die minus 2 hinten fällt weg. Als nächstes haben wir gesagt, wir setzen die erste Ableitung gleich 0. Deshalb schreibe ich hier an dieser Stelle unseren Ansatz. Und das mache ich auch. Ich setze jetzt die erste Ableitung gleich 0. 1 Viertel x² plus 1 halb x minus 2 sind 0. Und vielleicht gut erkennbar, wir brauchen, um diese Gleichung zu lösen, natürlich die sogenannte Mitternachts- oder ABC-Formel. Und bevor wir sie anwenden, wäre es hier an dieser Stelle ganz geschickt, das Ganze mal 4 zu nehmen. Natürlich könnt ihr auch gleich lösen, aber so ist es einfacher. Indem wir mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren, vereinfacht sich ein bisschen die Gleichung, also in erster Reihe verschwinden die Brüche. Hier bleibt nur noch x², dann 4 mal 1 halb sind 2, deshalb 2x und hinten minus 2 mal 4 sind minus 8, ist gleich 0. Gut, jetzt die ABC oder die sogenannte Mitternachtsformel. X1, 2 ist gleich. Ich schreibe sie erstmal allgemein hin, für diejenigen, die es vielleicht an dieser Stelle ein bisschen vergessen haben. Also minus b plus minus b Quadrat minus 4ac und das Ganze durch 2a. Und wenn ich jetzt einsetze, dann habe ich x1, 2 ist dann minus 2 plus minus Wurzel aus 2 ins Quadrat minus 4 mal 1 mal minus 8 und das Ganze durch 2 mal 1. Wenn wir ein bisschen das Ganze zusammenfassen, hier hinten unter der Wurzel haben wir minus 4 mal minus 8 sind 32, plus 4 sind 36, Wurzel aus 36 sind 6, daher minus 2 plus minus 6 durch 2 und somit kriegen wir zwei Lösungen raus. X1 ist einmal minus 2 plus 6 sind dann 4 durch 2 sind 2 und x2 minus 2 minus 6 minus 8 durch 2 sind minus 4. Also das sind die mutmaßlichen Extremstellen. Jetzt kommt die Überprüfung und zwar natürlich die mit der zweiten Ableitung. Deshalb nehme ich diese zwei Werte und setze sie in die zweite Ableitung. Als erstes die 2, also die zweite Ableitung haben wir hier. Dann ist es 1 halb mal 2 plus 1 halb. Das kann man auch gleich zusammenfassen. Die 2 hier kürzen sich weg und 1 plus 1 halb sind 3 halbe oder 1,5. Genau auf die gleiche Weise verfahren wir auch mit der minus 4. Wenn wir in die zweite Ableitung einsetzen, dann haben wir 1 halb mal minus 4 plus 1 halb. Dann kürzen wir wieder ein bisschen. Hier die 2 geht weg. Bei der 4 bleibt 2, sind minus 2 plus 1 halb sind minus 3 halbe oder minus 1,5. Nach der Entscheidungsregel, wenn die zweite Ableitung positiv ist, und das ist sie beim ersten, an der ersten Stelle, dann haben wir einen Tiefpunkt, ich kürze es ab mit tp. Und wenn die zweite Ableitung negativ ist, haben wir einen Hochpunkt, und ich, also das ist hier kleiner 0, und ich kürze es ab mit hp. Das Einzige, was wir noch jetzt brauchen, sind die y-Koordinaten von diesen Punkten. Schreibe ich kurz an der Stelle y-Koordinaten. Und dafür werden wir diese x-Werte hier nehmen, also 2 und minus 4, und natürlich in die Anfangsfunktion einsetzen. Entsprechend haben wir dann hier an dieser Stelle einmal f von 2 und das sind dann 1 Zwölftel mal 2 hoch 3 plus 1 Viertel mal 2 hoch 2 minus 2 mal 2 und das ergibt zusammengefasst minus 7 Drittel. Das ist dann unser Tiefpunkt, also Tiefpunkt T mit den Koordinaten 2 und minus 7 Drittel.
Und wenn wir dann die minus 4 einsetzen, dann haben wir 1 Zwölftel mal minus 4 hoch 3 plus 1 Viertel mal minus 4 hoch 2 minus 2 mal minus 4. Und wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann haben wir 20 Drittel. Und das sind dann die Koordinaten des Hochpunkts. Hochpunkt hat die Koordinaten minus 4 und 20 Drittel. Also, so kann man auf die Schnelle die Hoch- und die Tiefpunkte bestimmen und überprüfen. Jetzt zu unserem zweiten Beispiel. Die gleiche Aufgabenstellung, andere Funktion. Wir legen genauso wie vorher los. Also in erster Reihe bilden wir die ersten zwei Ableitungen. Das sollte hier kein Problem sein. 2x hoch 4 abgeleitet sind 8x hoch 3 und die minus 6 fällt weg. Dann noch die zweite Ableitung, das sind ja 24x². So wie vorher setzen wir zuerst die erste Ableitung gleich 0. Das bedeutet für uns 8x hoch 3 sind 0 und dann formen wir nach x um. Natürlich zuerst geteilt durch 8. Dann haben wir x hoch 3 ist 0. Und dann ziehen wir die dritte Wurzel, aber dritte Wurzel aus 0 ist natürlich ebenfalls 0. Gut, wir könnten jetzt probieren, mit der zweiten Ableitung das zu überprüfen. Also wir setzen dieser x-Wert, also dieser 0, in die zweite Ableitung. Und spätestens jetzt merken wir, es kommt 0 raus. Also es handelt sich in unserem besprochenen Schema um diesen dritten Fall. Und das bedeutet, diese Überprüfung mit der zweiten Ableitung scheitert und wir müssen jetzt das Vorzeichenwechsel in der ersten Ableitung überprüfen. Ich schreibe nochmal kurz hin, VZW in f' von x überprüfen. Und das geht wie folgt. Wir stellen uns hier an dieser Stelle die x-Achse vor und an dieser x-Achse tragen wir unser x-Wert, das ist 0. Und wir müssen einmal links und einmal rechts vor dieser 0 überprüfen, was für ein Vorzeichen die erste Ableitung hat. Deshalb nehmen wir die schönsten Zahlen, die wir finden. Auf der rechten Seite würde ich mich für 1 entscheiden und auf der linken Seite für minus 1. Und das setzen wir jetzt auch in unserer ersten Ableitung. Also, wenn ich 1 in die erste Ableitung einsetze, dann habe ich 8 mal 1 hoch 3. Das sind ja natürlich 8. Also, es kommt was Positives raus in diesem Bereich. Und wenn ich jetzt minus 1 einsetze, dann habe ich 8 mal minus 1 hoch 3, das sind natürlich minus 8. Also hier an dieser Stelle haben wir minus 8, also was Negatives. Also wir merken, wir haben einen Vorzeichenwechsel von minus nach plus. Und das bedeutet, trotz des Scheiterns der zweiten Ableitung haben wir hier einen Tiefpunkt. Also, dann können wir schlussfolgernd sagen, wegen VZW von minus nach plus haben wir ein Minimum oder einen Tiefpunkt. Und natürlich brauchen wir auch noch seine y-Koordinate. Dafür setzen wir in die Ausgangs- oder Anfangsfunktion f von 0. Wir haben dann 2 mal 0 hoch 4 minus 6. Und das ist natürlich minus 6. Also dieser gesuchte Tiefpunkt hätte dann die Koordinaten 0 und minus 6. Und zum Schluss noch ein letzter Beispiel. Damit habt ihr es geschafft. Wir fangen wie üblich an mit der ersten und mit der zweiten Ableitung. Also f' von x ist dann, die 4 kommt nach vorne, 4 durch 8 kann man wegkürzen und dann bleibt ja nur noch minus 1/2 x hoch 3. Dann hier die 3 kommt nach vorne, 3 durch 3 ist 1, also minus x² und die 1 fällt weg beim Ableiten. Dann die zweite Ableitung wäre dann minus 3/2 x² und minus 2x. Natürlich setzen wir wieder die erste Ableitung gleich 0. Und das bedeutet in unserem Fall 1/2 x hoch 3 minus x² soll 0 sein. Und zum Lösen dieser Gleichung klammern wir am besten aus und nutzen diesen Satz vom Nullprodukt. Hier an dieser Stelle kann man x hoch 2 ausklammern. Und dann bleibt in der Klammer nur noch minus 1/2 x. Und entsprechend minus 1 hinten ist gleich 0. Und nach diesem Satz von Nullprodukt kann man einmal die linke Seite 0 setzen. X² ist gleich 0. Wenn wir die Wurzel ziehen, dann haben wir x1 ist 0. Und einmal die rechte Seite 0 setzen. Da haben wir minus 1/2 x minus 1 sind 0. Formen ein bisschen um.
plus 1 minus 1/2 x sind gleich 1. Und dann entweder geteilt durch minus 1/2 oder ein bisschen geschickter mal minus 2 mal den Kehrwert, haben wir x2 ist gleich minus 2. Also wir haben an dieser Stelle zwei mutmaßliche Extrempunkte. Die überprüfen wir natürlich zuerst wieder mit der zweiten Ableitung. Also als erstes rechnen wir f' von 0 aus. Und das bedeutet eingesetzt in die zweite Ableitung 3/2 mal 0 hoch 2 minus 2 mal 0. Sind leider 0, also ihr kennt mal wieder einen Sonderfall. Und die zweite Überprüfung mit minus 2 wäre dann minus 3/2 mal minus 2 hoch 2 minus 2 mal minus 2. Diesmal kommt was Konkretes raus. Das sind ja 4. Die 4 kürzen wir mit der 2. Das sind ja nur noch 2, sind minus 6. Und plus 4 sind entsprechend minus 2. Also, das ist kleiner 0, deshalb haben wir einen Hochpunkt. Aber wir wissen nicht, was wir an dieser Stelle hier haben. Und deshalb müssen wir das auch noch weiterhin mit dem Vorzeichenwechsel überprüfen. Also, ich schreibe wieder VZW in f' von x. Und als Hilfestellung zeichnen wir uns wieder hier oder deuten wir die x-Achse an. Gut, wir tragen jetzt unsere zwei Extremwerte. Einmal 0 und einmal minus 2. Wir interessieren uns natürlich nur für die 0. Die minus 2 ist geklärt. Es ist eigentlich ein Hochpunkt, deshalb wissen wir schon, dass es einen Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus haben wird. Aber trotzdem wird noch alles überprüft. Also links und rechts vor der 0 wollen wir das Ganze nochmal mit der ersten Ableitung überprüfen. Deshalb wähle ich hier die 1 und hier auf der linken Seite die minus 1, nur um ganz sicher zu sein. Wenn ich jetzt 1 in die erste Ableitung einsetze, dann habe ich praktisch minus 1/2 minus 1 sind minus 1,5. Und da haben wir natürlich was Negatives. Und das deutet sich schon was an. Wenn ich die minus 1 einsetze, dann werde ich halt 1/2 minus 1 haben, sind minus 0,5. Also es ist ebenfalls negativ, so wie wir es schon vermutet haben. Kurz gesagt, an dieser Stelle gibt es keinen Vorzeichenwechsel, das bedeutet 0 ist auch keine Extremstelle, sondern wird dieser Sattelpunkt sein. Allerdings danach fragt nicht die Aufgabenstellung, deshalb konzentrieren wir uns nur auf diesen Punkt, also auf den Punkt mit dem x-Wert minus 2 und da wollen wir noch die y-Koordinate bestimmen. Dafür setzen wir natürlich alles wieder in die Anfangsfunktion f von minus 2. Und wenn wir das Ganze in den Taschenrechner eintippen, dann kommt 5/3 raus. Das bedeutet, unser Hochpunkt hat dann die Koordinaten minus 2 und 5/3. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es gibt natürlich noch andere Themen, die damit zusammenhängen, wie zum Beispiel die Wendepunkte, dann die grafische Ableitung oder grafische Differenziation. Und die grafische Aufleitung oder die Integralfunktion, die man auch in Verbindung mit dieser Rechnung bringen kann. Tutorials zu all diesen Themen findet ihr im Abspann.